Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute bei mir die Mainz-Box eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box dieses Mal verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und auch dieses Video entsteht in Kooperation mit der Mainz-Box. Das heißt, das ist die zweite Mainz-Box, die es auf dem Markt gibt und auch die darf ich an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei und ich bin sehr, sehr gespannt, was in der zweiten Ausgabe der Mainz-Box drin ist, denn die ist ja neu auf dem Markt und ja, ne? Schauen wir mal rein. Die nackten Fakten vorab. Alle 2 Monate erscheint die Mainz-Box, kostet zwischen 25 Euro und 30 Euro, je nachdem, welche Aboform du wählst und 6 bis 8 Produkte sind hier enthalten. Ja, hier habe ich auch wieder einen Flyer drin, weil Kooperation und so. Liebe Claudia, mit der neuen Ausgabe wollen wir dir wieder eine kleine, wohlverdiente Auszeit mit ausgewählten Produkten verschaffen. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Ausprobieren, Entdecken und Entspannen. Liebe Grüße, Maria vom Mainz-Box-Team. Danke, liebe Maria. Ich freue mich jeden Monat auf, also jeden Monat ist gut, jeden Monat, wenn die Box kommt, also jeden zweiten Monat auf diese Box. Und habe auch tatsächlich gestern noch gedacht, als ich die Pinkbox ausgepackt habe, kommt nicht bald auch wieder die Mainz-Box, ne? Denn das hat auch viel mit Wellness, Wohlfühlen, Entspannung, Chillen, Me-Time zu tun. Und das finde ich sehr, sehr schön als Grundgedanken von der Mainz-Box. Hier haben auch nicht alle Produkte in der Box Platz gehabt. Das heißt, ein Teil davon befindet sich daneben. Dann gucken wir mal. Oh ja, das ist ein gutes Produkt. Das ist von Darf Pflege Plus mit Extrakt von weißem Tee, glättende Body Lotion. Die hatte ich schon das ein oder andere Mal in der Hand und das ist eine ganz, ganz tolle. Ja, die riecht wirklich wundervoll. Also diesen weißen Teegeruch, ich weiß nicht, wie man den beschreiben soll. Das ist so sehr frisch, sehr sauber einfach. Das ist ein sehr sauberer Duft und ja, das soll dann halt auch noch gleichzeitig glätten, aber ich denke vor allem soll das halt entsprechend Feuchtigkeit geben, Fleuchtigkeit vor allem, ne? Ja. Als erstes Produkt in der Oktober Mainz-Box. Hier haben wir die Mainz-Box. So sieht sie aus. Das ist das klassische Design. Wir haben das in einem ja, rosa-pink, würde ich mal so sagen. Dann steht hier das Mainz-Box-Logo drauf. Dann hast du hier so goldene Streifen, die da durchziehen. Auch noch mit in dem Paket befindet sich ein Magazin, und zwar das Mainz-Magazin. Macht Sinn. Und hier sehen wir auch quasi die Zielgruppe, sage ich mal, die hauptsächlich für die Mainz-Box da ist. Also ich würde schon sagen, man muss schon etwas älter sein und auch das Bedürfnis haben, auf Antifaltenprodukte zurückgreifen zu müssen und zu wollen. Und dementsprechend, ne, ist das, ich meine, gut, die Lady ist 67. Ich denke, die gehört natürlich auch mit in die Zielgruppe. Aber ja, ich sag mal so ab 40 oder so kann ich mir das gut vorstellen. Ich bin zwar 30, aber mir gefällt der Boxeninhalt auch sehr, denn ich finde, man sollte auch schon, wenn man jünger ist, damit anfangen, ne? Warum auch nicht? So, 2,95 kostet so eine Zeitschrift und da hast du halt auch Rezepte und sowas drin. Und das ist ja voll meins, ne? Ich koche ja auch ganz gerne. So, jetzt haben wir den Karton einmal ausgeleert, machen hier ein bisschen sauber und schauen uns mal die Mainz-Box an. Die ist so prall gefüllt, dass die Decke sich sogar so ein bisschen hebt. Das finde ich sehr, sehr cool. Hier steht auch drauf Smile and Shine. Also das ist wirklich so dieses, ne, sehr sanfte Motto, was die Mainz-Box hat, was ich sehr positiv und ansprechend finde. Hier haben wir dann die Box, wie sie so aussieht. Und sie ist ganz schön schwer, das finde ich ganz cool. Das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, öffnen wir das Seidenschleifchen. Und das Seidenpapier. Oh, nein, erst müssen wir riechen. Es riecht nach Papier. Nach Papier und Creme. Ohne, dass es gerissen ist, ließ sich der Klebi lösen. Das finde ich großartig. Der erste Blick in die Box wird verdeckt durch dieses Krüppelpapier. Dann gucken wir mal in die Box rein. Oh, sie ist wirklich prall gefüllt, Leute. Das ist der Wahnsinn. Okay, ich habe hier als erstes oder als zweites, weil wir haben ja schon das erste Produkt da, von Salthaus Totes Meer Mineralien voller Zauber ein Milchschaumbad mit Mandelöl und seidigen Aromen. Oi, 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 oi. Also sowas kannst du natürlich auch als Pflegedusche zweckentfremden, sage ich mal, ne? Das musst du ja nicht als Schaumbad nehmen, wenn du keine Badewanne hast. Ich habe nur meine theoretische. Boah, riecht das geil. Oh, das hat noch so einen richtig schönen, blumig, angenehmen Duft mit dabei. Das ist so richtig Me-Time für Claudi, ne? Oh. Die riecht richtig klasse. Das ist voll meins. Mandel- und seidige Aromen, ja. Als nächstes haben wir hier, oh schön, von Eucerin Hyaluronfiller Night.
20 Milliliter sind dort enthalten. Und ich meine, dass wir in der ersten Mainz-Box die Tagescreme dazu hatten. Das ist natürlich ultra geil, ne? Wenn du jetzt die passende Nachtcreme auch noch mit dazu hast. Also ich habe die Tagescreme dafür, aber ich weiß nicht, aus welcher Box die stammt. Eucerin habe ich ja auch aktuell für etwas üblere Tage, für meine Kopfhaut, so ein Shampoo auch in Verwendung. Also gefällt mir einfach richtig gut, ne? Weil du hast da nicht so Duftstoffe oder irgendwie Aufschäumstoffe oder sowas drin. Du hast einfach Pflegewirkung und das ist das, was ich brauche dann in den Momenten. Da brauche ich kein Heititai-Tüdelü. Das brauche ich eigentlich überwiegend ja, aber wenn ich so Problemhaut oder Probleme in den Haaren oder in der Kopfhaut habe, dann brauche ich einfach Pflege. Oh, was zu essen. Da weiß ich, dass ich das liebe, ne? Mr. Tom Peanuts, das ist einfach super lecker. Das ist ja Erdnüsse pur und dann überzogen von Zucker. Es ist ein Traum. Ich liebe die Teile und das nehme ich mir für morgen mit auf die Arbeit. Ich weiß, dass ich es sehr gerne mag, deswegen brauche ich es jetzt nicht probieren. Oh, von Dr. Grandel. Timeless Sleeping Cream and Mask. Glättet, regeneriert und strafft. 10 Milliliter sind enthalten. Und das hatte ich mal in einer veganen Box, glaube ich, mit drin. Ich glaube in der Vegan Beauty Basket oder in der Juveniles Box. Das weiß ich gerade nicht. Aber eine von den beiden Boxen hatte das enthalten. Und ja, das ist ein schönes Produktchen. Ne? Also edel, edel, gar nicht mal so günstig. Ja, das gefällt mir. Das finde ich cool. Ich sag's euch ja, ne? Das ist jetzt eher so für die Frauen halt. Hier habe ich jetzt etwas, das könnte man quasi für den Tag nehmen. Oder, nee, das ist ein Fluid, das ist ein Serum von I+M. Das ist eine Marke aus Berlin, finde ich richtig cool. Die Creme-Deos von denen finde ich total geil. Die sind fair, die sind organic und vegan. Neu plus grüne Tonerde. Okay, also grüne Tonerde ist da mit drin. Phyto Balance Fluid Equalize. Ein ausgleichendes Tonerde-Hyaluronserum. Das, was ich das letzte Mal hatte, mochte ich nicht. Ich glaube, das war auch ein Phytobalance-Serum. Ich glaube, das war pink und ich fand das nicht so geil vom Duft her. Aber das kann ich jetzt mal austesten. Grüne Tonerde ist ja eine gute Geschichte, ne? Wird getestet. Ein bisschen was haben wir hier noch drin. Und da habe ich einmal von Tee bei Titi Sept eine Aromadusche bei Michalski mit Kokoswasser, weißem Pfirsich, Timurpfeffer, Blaubeere und Jasmin. Und das ist ein wundervoller Duft, das gefällt mir auch richtig gut. Habe ich letztens noch in einer Verlosung gehabt, um es zu verlosen. Und das ist jetzt quasi für mich ein Backup, das finde ich auch schön. Ja, mag ich vom Duft her sehr gerne. Sehr, sehr, sehr fruchtig und angenehm. Diesen Pfirsich, ne? Oh, und Jasmin, das riechst du wohl durch. Timo-Pfeffer, okay, rieche ich jetzt nicht wirklich. Kokoswasser ist Gott sei Dank nicht so dominant wie befürchtet. Deswegen, cool. So. Oh, ja, sowas hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal öfters. Das ist schon krass. Berliner Shot, Ingwer-Shot, handgemacht in Berlin. Ingwer, Apfel, Zitrone und Cayenne. Das ist angenehm scharf. 100% natürlich. 60 Milliliter sind enthalten. Das ist vegan. Nennt mich Versuchskaninchen. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. In irgendeiner Art und Weise. Wenn es genau das ist, was ich schon mal hatte. So, das ist ein naturtrübes Produkt. Und das soll dir halt noch so einen kleinen Energiekick geben. Auf natürliche Art und Weise. Halt durch den Ingwer und den Pfeffer und Cayenne. Und hast du nicht gesehen. Und das ist scharf. Und ich sag mal Prost. Boah, das riecht schon so krass. Leidet mit mir bitte. Leidet bitte jetzt mit mir. Heftiges Zeug. Erlaubt euch den Spaß. Probiert das mal. So, und als Entspannung für die ganze Geschichte haben wir hier von M. Asam eine Ampullenkur drin. Komplett. Boah. Eine 14-tägige Ampullenkur ist das. Das finde ich mal heftig. Und ich bin auch jetzt so im Winter echt, dass ich gerne mal so Ampullen verwende. Das finde ich deswegen auch ganz schön, dass du sowas auch vermehrt in Boxen drin hast. Und hier sind einfach mal 14 Ampullen drin, ne? Bäm. Richtig geil. Ich glaube, das ist auch nicht günstig. Ich meine, wir reden hier echt von M. Asam, ne? Die sind erschwinglich, aber nicht günstig. Ja, ich zeige euch das nochmal von Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so gesehen habt, ne?
DM Asam Resveratrol Premium Ampullenkur pflegt Ihre Haut intensiv mit wertvollen Inhaltsstoffen wie Resveratrol, Gratuline, Hyaluronsäure und Panthenol. Sie hilft den Anzeichen vorzeitiger Hautalterung entgegenzuwirken und erhält somit die jugendliche und frische Ausstrahlung Ihres Hautbildes. Mega, mega, mega. Also, dass mal so 3 Ampullen drin waren oder eine 7-Tage-Kur vielleicht oder so. Ne, das aber nur in Special-Geschichten. Aber jetzt einfach mal eine 14-tägige Ampullenkur. Wahnsinn. Geil. Doch, also, ne? Die Mainzbox zieht weiterhin an und hat jetzt sogar für mich noch ein bisschen mehr überzeugt als beim ersten Mal. Beim ersten Mal waren da doch relativ viele Produkte drin, die sich schon in anderen Boxen wiederholt haben, beziehungsweise die schon in anderen Boxen drin waren. Das hier waren jetzt echt mal neue Produkte. Das ein oder andere gut hat sich wiederholt, aber trotzdem mit so einem Kabam von M. Asam reinzuhauen, finde ich geil. Ne? Hat mich schon sehr begeistert und die Box fand ich cool. Ich denke auch, dass der Wert ziemlich hoch ist. Also 100 Euro, 120, keine Ahnung, derbe hoch. Ne? Blende ich dir hier mal ein und es hat sich definitiv gelohnt. Ich meine, wir reden hier von 25 bis 30 Euro, was du für die Box bezahlst. Ne? Das ist echt alles vollkommen machbar und ja, mir hat es gefallen. Mensch, ich freue mich schon wieder auf die nächste Mainzbox und vor allem auch darauf, die Produkte zu verwenden. Ich meine, das ist ja auch mal eine ganz wichtige Kiste, ne? Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings der Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!